Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Battletech. Wir sind ja noch im Zango-System und haben uns ja vorgenommen, bevor wir zu dem Flashpoint fliegen, hier noch richtig Knete zu machen. Und dann gucken wir mal, was wir hier für schöne, geile Aufträge haben. Wir haben 1, 2, 3. Nehmen wir mal den teuersten. Ein Kampf in der Tundra. 1 Million könnten wir kriegen und Teile. Machen wir mal halb-halb. Passt. Passt auch. Dann nehmen wir die Jungs und Mädels, die am wenigsten was können. Dim, dim, dim. Das passt auch. Der Archer ist noch nicht ausgerüstet. Das müssen wir noch machen, wenn wir Teile dafür haben. Okay, Abflug. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, was wir da für eine Sache haben. Unsere Kundschafter haben militärische Einheiten Pirat beim Ausspielen militärischer und industrieller Ziele beobachtet. Ach, diese Schweine, diese Spanner. Diese erhöhte Aktivität an mehreren bedeutenden Piratengruppierungen, die nicht zuschlagen wird. Sind beauftragt, die Speerlanze, die unsere Ziele auskommt, abzufangen und auszuschalten, bevor sie den Bericht. Ah, komm. Piraten in der Tundra töten. Wird schon. Jo, da sind sie. This snow reminds me of my childhood. I hated my childhood. There. Okay. Okay, wer war das? Right, Commander. Affirmative. Yes, Commander. On the move. Was haben wir hier? Phoenix, Wolverine Understood. Und ein 65er. Okay. Okay. Den zerschießen wir gleich. Oh, die stehen schon dicht beieinander. Da können wir gleich ein paar Querschlägerschüsse setzen. Bandits. 40 Tonner. Commander. I'm picking up a new sensor trace. Okay, Verstärkung. Das finde ich interessant. Ein paar Querschläger gesetzt, so Struktur schon freigelegt. Viele Raketen. Minor damage, Commander. What now? Komm, ich will hier einen haben. Okay, let's go. Kannst du einmal fampern? Rain it down, boys. Rain it down, genau. Da haben wir schon einen zerstört, den Wolverine. Und der Phoenix sagt. Ja. Ist schon schön angeknabbert. Roger. Na, beide Arme und Rücken verloren. This should be. Oh yeah. I hear ya. Wie sieht's aus mit dem Phoenix Hawk? Oh ja, der wird gleich leiden. Komm mal, Battle Master. Wir nehmen mal einen schweren Laser raus und geben Saures. Es geht ein Nahkampf. Oh, 55. Flamer. Das ist ein Firestarter? Oder ein Vulture? Vulkan. Wir machen hier mal einen Sturmlauf. Oh, eine 45, aber egal, gib ihn. Ah, schön getroffen. So, einen Arm hat er schon verloren, sehr gut.
Oh, die stellen sich da schön übereinander. Ah, da ist er. Ja, ja, ein Katapult. Alles klar. Der ist aber dicht dran gekommen. Das ist ein Entfernungskatapult. Sag mal her. Langstreckenkatapult, sehr gut. Komm, haust ihn kaputt. Ja, haust ihn kaputt. Enemy Mech? Yep. So, mit dir gehen wir hier hin, gehen auf den Katapult. Highlander, komm. Aye, aye. Waiting on you, Commander. Du machst mal hier hin. Moving out. Nehmen noch einen schweren Laser raus und einen Medium Laser und hast nicht gesehen. Tell me what to shoot. Wählen überhitzen, okay. Aber wir können wieder fumpern. Okay, you can cut it out now. Yes, Commander. Warte. Okay, nee, wir können nicht nutzen. Moving to position. Schießen wir auf den Katapult nochmal mit allem, was geht. Na, schade. Nur eine Sprungdüse. Okay. I'm getting pummeled. Standing by. Haben wir 60 Tonnen, 75 Tonnen. What do you need? What can I do for you? Hier müssen wir mal sprinten, hier in den Wald rein. So. Yes, Commander. Du gehst vor. I'll try. Und Zampas nochmal nicht. Gibst den Katapult aus. Copy. Ah, schön. Das war's. Target pacified. Ja. Heading out. Du gibst den Omasaurus. Oh gut, war nicht gut. How did that taste? Also mal schön weiter auf dem Haufen stellen. I'm being flanked. Überhitzt da. Na, fast. Commander. Komm, hau ihn kaputt. Good to go. Und verfehlt. Sehr gut. Mich ist ein bisschen überhitzt. Ein Quick Draw. Okay. Ein PPC. Oder PPK. Right here. Interessant. Wir gehen vor. My way. Das kannst du aber fumpern. Guck mal, wischt du nämlich alle. Aha. Rain it down. Rain it down. Genau. Wilde. Basti. Du verprügelst ihn jetzt auch nochmal. Alter! Physical attack. Targeting systems janked. Waiting on you, Commander. Na gut, wenn ihr nicht treffen wollt, bist ihr noch im Bäumen? Nee. Okay. No need to tell me twice. Was haben wir denn hier? Wir haben den Quickdraw, den Phoenix. Gehen wir auf den Quickdraw, der ist am gemeinsten. When I shoot you, you'll take it and like it. So, den zerschießen wir gleich mit dem Bull Shark, aber so richtig. Also dann geht man langsam auf den Sack, der Vulkan. Pust den jetzt weg. Komm. Medium Laser. Volle Power.
Danke. Tango down. Black Knight. Interessant. Gehen alle auf Bull Shark massiv. I don't like how this is going. Erstmal bewegen wir uns so gut wie möglich. Oh Mama, wer hätten wir hier? Hier hätten wir. Dann könnten wir. Wie viel hat er noch? 76. Komm, nehmen wir erstmal den. Quick Draw raus. Schon mal viel wert. Dann nehmen wir mal den Phoenix Hawk raus. Das war der Arm. Jetzt nehmen wir den Black Knight raus. Boah. Da haben wir das Hälfte unserer Panzerung verloren. Oh, er hat sich überhitzt. Krass. Er wollte es wissen. Und glüht weg. Na komm, schieß mir den Bein kaputt. Er fällt schon mal um, Kopftreffer. Ich kann mal den gut looten. Yes, Commander. Let's move. Oh, ein Bein ist zerstört. Schnappen wir uns das andere. Maximum. Roger. Natürlich alles getroffen, bis auf das Bein. Klar. Badass. Standing by. I hear you. I read you, Commander. Moving out. Komm, Bein. Special delivery. Rechter Arm. Ja, der ist Asche. Another hit like that and you're toast. Right here. Komm. Da ist nicht viel zu plündern, da lassen wir ja nichts übrig. Den hat er noch? 26. Komm, Bein. Jetzt haben wir das Bein getroffen. Nee, nicht das Bein. auch. Ich glaube, von dem Black Knight ist nicht viel zu bergen. Aber dafür sind's ja auch, ist es auch das B-Team. Oh, 20% mehr finde ich gut. Und der Wilde hat mit dem Bullshark jetzt echt Kills gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Hat tatsächlich einen Teil. Nicht schlecht. Und Katapult nehmen wir auch. Lagern wir ein. Hatten wir im Laden? Hatten wir einen Laden? Black Knight? Nee. Nee, leider nicht. Okay. Dann gehen wir mal zur MacBucht. Der Bullshark muss ja repariert werden. Der ist raus. So, Aufträge. Was bringt uns hier am meisten Kohle? 1 Million. Machen wir hier Zeugenschutz. Einfach. Eskorte. Ein verbündeten Pirat hier im Zango-System wurde eine lange Liste illegaler, unethischer und verabscheuungswürdiger Taten vorgerufen. Dies war erstmal für ihre Schuld, war zu einem Raumhafen unterwegs, von wo aus für sie sichere Verwahrung vom Planeten geschafft werden sollte. Dokon wurde doch von einer nicht identifizierten Söldnergruppe angegriffen, Kondome knabbern und kommen. Sie müssen mich schützen, während ein Landungsschiff organisiert, das den Kommandant abtransportieren wird. Ja, ja. Commander, wenn ich den Kommandant am Angriffen wurde, bla bla bla, wird's Action geben. Ja, machen wir 3 Teile.
Nehmen wir den guten alten. Welcher Fundy hat mehr Feuerkraft? Der Fundy hat mehr Feuerkraft. Ja, es war ein Schädel. Es wird eher böse Panzer geben. Plündern hier schön die Teile. Command interface initiated. So. Ab zum Sammelpunkt. Let's make snowman. There. Okay. Moving to position. Auch noch eine Nacktmission, eine Nachtmission. Affirmative. Got it. No need to tell me twice. Affirmative. So gesichert ist er. Moving to. Da ist der Konvoi. Ja, bloß hinterherkommen und ihn beschützen. So, haben wir Gegner schon gescannt. Ein leichter Mech, okay. Ein Loco ist auch wie niedlich. Hey. Advancing. Komm von die Bolt. Hauen weg. Hey, wir haben sogar zweimal getroffen. Zwei Max gehen auf den Typen. Yes, Commander. Auch der Orion, komm. Ah, schöner Treffer. Ordentliche Panzerung eingebüßt und die anderen beiden Max begleiten. Da haben wir ein Fahrzeug. Bist du? 35 Tonnen. 60 Tonnen Fahrzeug, okay. Ja. Got it. No shooting, just running. Du ziehst mal nach. Battlemaster. Und hustest ihn auch mal an. Ja, zumindest haben wir Panzer auch schon mal freigelegt. Und der rennt wie ein Verrückter wieder. Okay, der ist sehr interessant. Das Fahrzeug oben ist interessant. Now. Wir stürmen vor. Throttling up for what it's worth. Was haben wir da? Orders. Komm, geh vor. Copy that. Okay, wir sehen. Wir können es nicht sehen, weil wir kurz davor sind, okay. Yep. Komm, rein hinterher. Was haben wir da? Ein Vulkan schon wieder. Komm, rein auch hinterher. Battlemaster kann sich abkühlen. Stopp. Der Lokus macht hier irgendeinen Quatsch. Damage looks light, Commander. Mich interessiert erstmal das Fahrzeug da oben. Was haben wir da? Da haben wir ein Striker mit Narc. Okay. Das war ein Striker. Reporting. Vehicle destroyed. Das ist ein Langstrecken-Raketenträger. Finde ich gut. So, komm, den verprügeln wir einmal. Wenn wir treffen würden.
Genau. Oh. Guck mal, da ist ein Nag dran. Leute, die schießen den schon fast kaputt. Finde ich gut. Ja, nehmen wir den Ausweichen weg. Und was schießt du? Oh, hört, kommt wohl jetzt echt mal hilfreich. What do you need? Roger. Feuer frei. Letter Bam, Fallschirmer. I hear ya. Na, schön auf dich angeschlagene Seite. Ja, den Arm wird da gleich verlieren. Bam, das war's. Genau, bang, you're dead. Der Lokus macht genau das, was ein leichter Mech machen soll. Umkreisen und in den Rücken schießen. Hey. Aber da hast du nicht mal lange was von. Bam, komplett vernichtet. Also kann man zwei Runden hier Schluss. I'm here. Yep. Let's move. Uh-huh. Okay, let's go. So, jetzt zieht nach. So, Flieger ist da. Reden durch Verstärkung kommen. Was haben wir? 30er. Blackjack. Ja, alles noch mal eine leichte Lanze. Leicht bis Mittel. Oh, da werden sie schon eingesackt. Raketenlokos. Okay. Jenner. Wie niedlich. Javelin. Okay. Und der Blackjack. Und wir verlieren ein Fahrzeug. Ja, schade. Ein Bonus. What now? Going as fast as I can. Commander. On the move. Full speed. What do you need? So, wen können wir am besten treffen von denen? Tatsächlich ihn, na denn? What can I do for you? Jenna haben wir es schon gegeben. Okay, den Becher hätten wir besser treffen können, aber das ist der Jenna unser Ziel. Roger that. Firing on target. Frag bloß, wie man den bloß verfehlen konnte. Munitionsexplosion. Da fliegen sie weg. Wir killen sie trotzdem für einen Bonus. Okay. Tut gar nichts. Tut gar nichts? Oh Gott. Was? Wollt ihr sterben? Das sind die passivsten Piraten aller Zeiten. Achso, das war so eine Zwischenrunde, nur Bewegung. Hm, okay. Do they think they can hurt me? That's all you got? Und der Blackjack ist dran. So, der Battlemaster verklopft gleich mal irgendeinen. That was a heavy hit, Commander. Hey. Order? I'm... Yes, Commander. Ne, wir stimmen erstmal vor. Good to go. So, komm. Jenna. Tut mal Bein zerstört, gut. What now? Doch, jetzt schon, Wilder. Moving to position.
Komm, schieß den Jenner weg. Oder nee, wir können das vielleicht. Ja, der Jenner muss dran glauben. Ist halt so. I hope it hurt. Enemy mech, destro. Ja. Du gehst vor. On it. Schießen wir bitte mal den Lokus weg. War sowas von. Mech destroyed. Waiting for orders. So, und du verklopfst bitte den Javelin. Right, Commander. Auch noch im Rücken. Gotcha. So, Blackjack. Kopfschuss. Ne. I'm under heavy fire here. Hey. There. Okay. Nein, nicht die Autokanone 2. Wir nehmen mal einen Laser raus. Feuer. Okay. Commander. Moving to position. So, er hat keinen Spaß mehr, der Blackjack. Firing a full salvo. Die Panzerung hat aber trotzdem gut gehalten. Oh ja. Du verklopfst ihn einfach mal. Er fällt zumindest um. Und du schießt einfach drauf. Und das war's. Um einen Kopfschuss hinzukriegen. Schießt auf den Kopf und der rechte Bein wird zerstört. Oh, wir haben trotzdem den Kopf erwischt. That's a kill. Gut. Mission successful. Wow, das war schön easy peasy. Javelin könnten wir verkaufen. Nehmen wir mal Langstreckenrakete. Einen schweren Laser. Javelin verscherbeln wir. Passt. Und dann? That mech is ready to fight, Commander. Sich lagern wir ein und dann verkaufen wir dich. So, laden. Verkaufen. Max. Katapult behalten wir, den Grasshopper auch, den Javelin, der hauen wir raus. Dann behalten wir auch, das Stalker mit 85 Tonnen. So, was ist denn mit der Argo? Schiffsverbesserung. Letzte MacBucht. Können wir nicht, weil wir... Ach, wir sind gerade am Bauen. Ja, okay. Antriebsverbesserung, okay. Gut, wir gehen jetzt in eine Mechbucht. Wir haben hier den Archer. Der Archer ist eigentlich ganz cool. Zwei Raketen, vier Laser. Ist der Laser Archer, okay. Der macht einen 35er Schaden, der schwere Laser macht einen 40er. Dann nehmen wir natürlich mal dich einmal. Dann eine PP. Können wir noch eine dritte PP nehmen. Und noch einen mittleren Laser. So, dann nehmen wir mal Raketen. Was haben wir da? Langstrecke will ich vielleicht nicht unbedingt. Kurzstrecke 2. 2x12. Ist mit Kurzstrecken 4. Würdest du einen Schaden machen von 224? Kann man da vielleicht noch ein bisschen umbasteln? Okay, da haben wir nichts Besonderes.
Was ist immer mit meiner Kurzstrecke 6? Zwei Kurzstrecken 6. Okay, brauchen wir dazu noch die Munition. Hätten wir da passende Tonnen. Wie viel Schuss sind denn in so einer Kurzstreckengeschichte? 100 Geschosse. 50. Ja, machen wir hier so ein Mörderding draus. Und dann kriegt er noch. Ein Wärmetauscher. Das ist halt so ein Spezialistending. Der Archer. Ein Alpha-Schlag macht 118 Wärme. Das hängt dann wirklich ab von den Typen, der ihn benutzt. Ich baue gerne so eine überhotten Dinger. Da brauchen wir es bei. Der Archer wird gebaut. Gut. Dann an Aufträgen. Ja, das lohnt sich hier nicht mehr. Wir fliegen jetzt tatsächlich mal zu dem Auftrag. Das wartet. Die lange Jagd. Mittlerer Auftrag. Ja, machen wir. Wir machen die lange Jagd. Lindsay ist eine heiße Feuchte, da waren wir schon. 23 Tage fliegen wir. Warmer ist fertig. Wir haben jetzt auch 10 Mechs, glaube ich, die auch in der Lage werden, da zu kämpfen. Nicht zu unterschätzen. Genügend Geld haben wir auch. Klack, klack, gleich springen wir das erste Mal. Dann können wir auch noch die Besatzungsmitglieder befördern. MechWarrior. Tag bevor wir ankommen, machen wir das. Oder Archer ist auch fertig, sehr geil. Weiter geht's. Autokanonen Überstunden. Eins nachts, während du schlaflos durch die Mechhanger wanderst, triffst du auf Fort. Er schraubt an einem herkömmlichen Autokanon herum und geht ihm von Metallteilen und Drähten. Als du dich näherst, grinst Hopp denn dir verlegen entgegen. Hallo, Commander. Ich wollte dieses Baby nur etwas aufmotzen und ein bisschen mehr Leistung herauskürzen. Aber können Sie mir den Chef bitte nichts, den Chief davon nichts erzählen? Ja, habe ich vor ein paar Tagen hier rausgejagt. Was ist denn Hotdamn für einer? Ein Tollpatsch. Nee, pass auf. Nee, du bist ein Mechkrieger. Mechkrieger und ihre Mechs und Techniker an den Mechhänger. Lassen Sie ihre Profis die Arbeit machen. Hotdamn will aufstehen, doch du zeigst den ganzen Metallschrupp, der wahllos in der Gegend rumliegt. Und beseitige dieses Chaos. Ich möchte nicht, dass der Schief morgen früh über ein kleines Experiment steuert. Gern darauf den Konsequenzen. Ja, der hätte nur bloß eine Autokanone kaputt gebastelt. So, mit dem Geld. Das passt. Sparen wir immer noch eine Spargeschichte. Nächste Verbesserung ist gleich fertig. Wir springen. Und dann brauchen wir auch gleich den Hangar. Boss, we've just completed those upgrades. Können wir die Krankenstation hochziehen? Noch die Wohneinheit mehr für mehr Mehrkrieger? Ne, ist die Trainingsmodul. Okay, jetzt bauen wir den Mech-Hangar. Alright, I'll get the team on it right away. Dann müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Wie lange wird das dauern? Monat. Naja. Und letzter Sprung. Da gleiten wir verdannen mit neuer Geschwindigkeit. Gut.
Gut, dann gehen wir mal ins Mannschaftsquartier. Befördern mal die durchbefördert werden können. Yep. 19.000! Na, das hört sich doch gut an. Klack, klack. Training confirmed, Commander. Orders? Hier gibt's nix. What can I do for you? Mech Warrior Training complete. Right here. Training complete. Yes, Boss? Da haben wir nichts zu tun mit Gott. Hier können wir auch nicht viel machen. Standing by. Ist auch nichts möglich. Oh, Niki. 100 EP fehlen. Mal gucken, wir haben einen Kämpfer. Einen Flankierer, einen Lanzer, einen Gladiator, einen Vanguard, noch einen Kämpfer. Vorreiter und einen Flankenangreifer. Kompetenzsteuerung, Haus und Pilot. Waffen, okay. Yes, Commander. Vorreiter. Steuerung, Mut. Aha, was ist ein Kämpfer? I'm here. Kompetenz und Steuerung, was bin ich? Kämpfer, Gladiator. Hey. Mut und Waffen, ah ja. Gleich sind wir da. Okay, die lange Jagd. Flashpoint. Mittlere Einsatzlänge, hintereinander folgende Einsätze, wir können also nicht reparieren und wir kriegen seltene Gegenstände. Gegen Haus Davion. Ein Leutnant von Haus Davion hat schreckliche Gräuel, hat eine System des Kombinats Schaukala verbrochen. Ich will, dass sie ihn zur Strecke bringen, Commander. Nach dieser Tat hat er sein Recht auf Leben verwirkt. Oh, ich bin mal gespannt. Die lange Jagd, hoher Orbit, Litze. Reynold Yamaguchi. Commander, danke, dass Sie meinem Ruf gefolgt sind. Sie werden mir sicher nachsehen, wenn ich nicht so heiter wie üblich bin. Wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Oh, was? Der Lebemann ist schlecht drauf? Er klingt nicht ein Erstoffizier. Es muss etwas Ernstes vorgefallen sein. Sie haben unsere volle Aufmerksamkeit. Shugo Yamaguchi, womit können wir Ihnen dienen? Ich bin gerade von Schaukala am Herzen des Kombinats zurückgekehrt. Dort fand vor kurzem ein Massaker statt. Ein Monster in Uniform von Haus Davion hat ein gesamtes Bauerndorf abgefackelt und alle Bewohner niedergemetzelt. Ein System von geringer Bedeutung im Drakoniskombinat, einen Sprung von Kawabe, Toruga und Liugan und Tatsuno entfernt. Vor der Ziffer des Sternbunds war Schaukala der Heimat der 284. Battlemech-Division des Sternbunds. Meine Agenten haben den Verantwortlichen ausfindig gemacht und hier verfolgt. Colonel Basil Lees von den Streitkräften der Vereinigten Sonnen. Ich möchte, dass Sie mir dabei helfen, im Namen des Koordinators eine gerechte Strafe zu führen. Begraben Sie unter 100 Tonnen Stahl. Diesen Dienst bieten wir in der Tat an. Ich hatte gehofft, das zu hören. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich werde Ihnen die Koordinaten einer Festung auf dem Planeten zukommen lassen. Mein Agent berichten, dass Lies sich dort verschanzt hat. Bringen Sie das Gebäude über ihn zum Einsturz und zermalmen seine Soldaten mit dem Schutt. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, Shugo Yamaguchi, aber ich bin etwas überrascht, dass Lies Tat Sie so hart trifft. Natürlich ist es grauenvoll, aber sind Sie mit den Kosten des Krieges wohl vertraut? Kann Sie eines der Opfer auf Schaukala? Abraham Kobayashi. Er war der Agrarmann des Planeten und ein langjähriger Freund der Familie. Aufgrund dieser Verbindung fühle ich mich verpflichtet, persönlich nach Schaukala zu reisen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was Lies dort angerichtet hat. Das Grauen war greifbar. Man kann nicht genug Wein trinken, um den Gestank von so vielen Toten auszublenden. Frieden findet man nicht im Boden einer Flasche. Nur Gerechtigkeit kann ihn gewähren. Ich glaube, dass Sie recht haben, Commander. Ich baue sogar darauf. Werden Sie Ihnen diese Gerechtigkeit schaffen, Shugo Yamaguchi? Können Lies... Ist ein toter Mann, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Kurz und bündig. Das ist der erste Einsatz. Zerstöre die Basis, Dschungel. Meine Agenten haben Colonel Basilis Festung im Tarkessel von uns verfolgt. Ich will das den Erdbund gleich machen, alles vernichten, was sich Ihnen in den Weg stellt. Zeigen Sie den Davion-Schwein, was Radronis-Kombinat mit diesem Macht, die seine Leute abschlachten. Gut, aber das, liebe Bürger und Scharlatane, schauen wir uns beim nächsten Mal an.